einer ersten Halbzeit mit wenigen Highlights begann der zweite Abschnitt im Kaiserslauterer Fritz-Walter-Stadion kurios. Wolfsburgs zweiter Eckstoß, Pontes Schuss, verlängerte Ristorf ins eigene Tor. Nach 49 Minuten die glückliche Gästeführung. Dann Kaiserslautern druckvoller. Und der Ausgleich durch den Unglücksraben des 0:1. Marian Ristorf, gespielt etwas mehr als eine Stunde. Doch Wolfsburg konterte. Petrov auf den eingewechselten Monteanu. 1:2, 72. Minute. Kaiserslautern psychisch und physisch enorm stark im Gegenzug. Der Ausgleich durch Nationalstürmer Miroslav Klose. Er hatte vorher bereits drei gute Chancen versiebt. Dramatik pur auch in der Schlussphase. Flanke hängen in der 82. Minute durch den Tschechen Lokvenc das 3:2. Damit bleibt Kaiserslautern mit an der Tabellenspitze.